Ja, herzlich willkommen zur Web-Talk-Reihe Time to Talk politische Jugendbildung 2021. Das ist der dritte von sechs Web-Talks, die wir hier zurzeit veranstalten. Darin werden die Schwerpunktthemen des Förderjahres 2021 beleuchtet von der Zentralstelle für politische Jugendbildung im Deutschen Volkshochschulverband. Vielleicht waren Sie ja schon bei einem der Talks davor. Hinwie, freue ich mich auf jeden Fall sehr, dass Sie heute alle hier sind. Wir besprechen hier gemeinsam mit ExpertInnen und AkteurInnen aus dem Feld der politischen Jugendbildung verschiedene aktuelle politische Themen und erhoffen uns so, dass wir einen Raum schaffen können für einen Erfahrungsaustausch und ein Diskussionsforum, in dem es eben um die aktuellen gesellschaftlichen und politischen Themen geht. Das werden Sie auch gleich nochmal sehen, diskutieren dafür dann aktuelle Fragen, aber vor allem auch in einem zweiten Teil praktische Ansätze. Heute, das wissen Sie wahrscheinlich, weil Sie sich hier angemeldet haben, ist das Thema Generation Klimawandel, die Klimakrise, also eigentlich das riesige gesellschaftliche, politische, ökonomische Thema unserer Zeit. Wir sind jetzt wenige Tage nach der Bundestagswahl und das hat man ja auch im Wahlkampf und bei der Wahl gesehen, dass es eben eines der wichtigen Themen ist. Wir schauen jetzt speziell in dem Web-Talk heute hier natürlich wie immer auf junge Menschen, um das mal so ganz platt zu formulieren. Uns interessieren vor allem Fragen wie, wie sehr beschäftigt die Klimakrise junge Menschen? Sind schon die meisten jungen Leute dafür eigentlich total sensibilisiert? Und wie kann man sie dann an dem Punkt abholen, wo sie sich befinden? Und wie kann man vielleicht auch die erreichen, die das Thema noch gar nicht auf dem Schirm haben? Bevor wir weitermachen, möchte ich mich jetzt erst noch mal kurz vorstellen. Ich bin Susanne Cahangat. Ich arbeite von Hamburg aus als Journalistin und Moderatorin und schreibe und spreche da vor allem über vielfältige Gesellschaften, Ungleichheiten, Migration und Arbeit. Und ich darf eben diese Web-Talk-Reihe moderieren, weshalb ich jetzt auch schon die ganze Zeit hier das Wort ergriffen habe. Noch ein paar organisatorische Worte vorab. Die Web-Talk-Reihe Time to Talk wird von der Zentralstelle für politische Jugendbildung im Deutschen Volkshochschulverband organisiert und aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Genau, das waren die organisatorischen Hinweise und jetzt freue ich mich sehr, dass ich hier nicht alleine bin, sondern mit drei tollen Gästinnen heute. Erstmal herzlich willkommen an Sie drei alle. Ich würde auch Sie gerne kurz vorstellen. Und zwar ist einmal heute Angelika Gellrich bei uns. Sie ist Mitarbeiterin im Fachbereich Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Umweltfragen, nachhaltiger Konsum im Umweltbundesamt. Angelika Gellrich hat im Bereich Umweltpsychologie in Kassel promoviert und sich noch, glaube ich, während ihrer Studienzeit auch bei der Initiative Psychologie im Umweltschutz engagiert, bringt also einen Blick mit an genau der Schnittstelle quasi von Psychologie und Umwelt, was, glaube ich, für unser Gespräch heute auch super interessant ist. Sie arbeitet im Umweltbundesamt im Bereich der sozialwissenschaftlichen Umweltforschung und beschäftigt sich dort vor allem mit Themen wie Umweltbewusstsein, Umweltbildung, sozialökologische Innovation, Konsum, Bürgerengagement, Kommunikation und Lebensstile. Und Angelika Gellrich ist auch Teil des Redaktionsteams der Studie Zukunft, Jugend fragen, Umwelt, Klima, Politik, Engagement, was junge Menschen bewegt. Die liegt, wenn ich es richtig weiß, von 2019 vor und da werden aber noch in diesem Jahr neue Ergebnisse veröffentlicht werden. Herzlich willkommen, Frau Gellrich, schön, dass Sie heute hier sind. Dankeschön, ich freue mich auch dabei zu sein. Ja, sehr schön. Dann würde ich als nächstes Martin Hoffmann vorstellen. Sie ist, wie ich auch, freie Journalistin und Autorin. Sie hat Politikwissenschaften und Soziologie in Erlangen und Nürnberg studiert und beim politischen Debattenmagazin The European gearbeitet. Im Herbst 2015, also vor 6 Jahren, hat sie schon ihr eigenes Online-Generationen-Magazin gestartet. Das hieß Knowing Why oder heißt Knowing Why. Das Y in Klammern, was auch auf die Generation Y anspielt. Und darin geht es eben vor allem um das Thema Generationengerechtigkeit und ihr Anliegen ist, dem mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen. Aus diesem Projekt ist dann auch ihr erstes Buch entstanden, das heißt Macht Platz und ist im September 2018 im Campus Verlag erschienen. Und bei Bento, das kennen Sie vielleicht noch, das war das junge Magazin von Spiegel Online, was es leider mittlerweile nicht mehr gibt, hat sie eine Kolumne geschrieben, die hieß Gestern ihr, morgen wir. Und auch darin ging es um Generationengerechtigkeit und vor allem darum, die LeserInnen aufmerksam zu machen, dass wenn diese jungen Leute mal wieder vergessen worden sind in politischen Debatten oder anderen Diskussionen und was man tun muss, um endlich Generationengerechtigkeit zu schaffen. Herzlich willkommen, Martin Hoffmann. Ja, danke. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie auch heute hier sind. Und dann darf ich als Dritte heute vorstellen, Giovanna Leier. Sie hat in Bonn Politik und Gesellschaft studiert und gerade ihren Abschluss gemacht. Also erstmal noch herzlichen Glückwunsch dazu. Sie hat sich in ihrem Studium viel für das Thema Klima- und Energiepolitik interessiert und auch ihre Bachelorarbeit zum Atomausstieg Deutschlands und dessen Klimaverträglichkeit geschrieben. Und vor allem engagiert sich Giovanna Leier bei Fridays for Future in der Bonner Ortsgruppe und ist dort vor allem verantwortlich für die Social Media Plattform Instagram und Twitter, aber sie organisiert auch Aktionen wie zum Beispiel Streiks. Herzlich willkommen, Giovanna Leier. Hallo, danke für die Einladung. Ja, schön, dass Sie heute alle hier sind. Ich habe so das Gefühl, wenn man diese ganzen Debatten verfolgt von Klimawandel, Klimakrise, dann hat man eigentlich so den Eindruck, die, die es wirklich schon verstanden haben, wie wichtig das ist, sind anscheinend jüngere Menschen. Also es gab ja auch eben Greta Thunberg, die den Klimastreik gestartet hat. Auch in Deutschland haben sich wahnsinnig viele, vor allem junge Menschen, an den Demonstrationen von Fridays for Future beteiligt oder engagieren sich da sogar selber. Und eigentlich sieht der politische Diskurs so aus, als sind es die jungen Leute, die den Älteren sagen, die Klimakrise ist wichtig, der Klimawandel ist bedrohlich, wir müssen was dagegen tun. Deshalb wäre das vielleicht meine erste Frage, vielleicht direkt an Sie, Giovanna Leier. Würden Sie sagen, das ist wirklich so, alle Leute aus Ihrer Generation, die wissen, die Klimakrise ist echt bedrohlich oder sind da vielleicht doch noch nicht alle so sensibilisiert? Also erstmal würde ich uns alleine dann nicht den Hut aufsetzen, dieses Problem erkannt zu haben. Wir berufen uns ja auch immer auf die Wissenschaft. Also es ist ja nicht so, als hätten wir diese Erkenntnisse gewonnen, sondern wir arbeiten ja auch mit Scientists for Future zusammen und es gibt ja auch Unterorganisationen wie Parents for Future oder einer meiner Favoriten, Omas for Future. Aber natürlich sind es hauptsächlich die jungen Leute und auch Schülerinnen und Schüler, die auf die Straße gehen, weil es ja auch in erster Linie deren Zukunft ist, die massiv davon bedroht ist. Aber ich glaube, man kann noch nicht davon reden, dass alle jungen Menschen das Problem so wirklich verinnerlicht haben. Und ich denke, das hat in Teilen auch mit der Politik zu tun. Also wir haben es ja im letzten Wahlkampf, jetzt im vergangenen Wahlkampf auch nochmal gesehen, dass man dann seitens Olaf Scholz von moderatem Klimaschutz oder von Seiten Christian Lindner davon ausgeht, dass man den Klimawandel einfach weg innovieren könnte. Und ich glaube, das ist so ein kleines Klimamärchen, was man da mitunter erzählt bekommt. Und dadurch macht es dann auch irgendwie die Sache leichter, das Problem so ein bisschen zu verdrängen. Weil ich glaube, das ist auch ein Punkt, dass die Klimakrise ist auch in Deutschland angekommen. Wir haben es im Sommer in Rheinland-Pfalz und NRW gesehen, aber es betrifft noch lange nicht alle Menschen hier. Und deswegen ist es noch ein Problem, das noch kann man es ignorieren, aber eben nicht mehr lange. Und ich glaube, da ist auch ein Punkt, wo ich mir wünschen würde, dass Deutschland da mehr machen würde, dass es tatsächlich auf dem Lehrplan der Schulen steht. Ich habe, glaube ich, das Thema Klimakrise nur einmal im Englischunterricht besprochen, weil wir da öfters über aktuelle Themen gesprochen haben. Und das finde ich irgendwie ziemlich absurd, dass es in den Naturwissenschaften scheinbar keinen bis kaum Platz findet. Frau Gehrig, wie würden Sie das sehen, wenn Sie auch, also Sie beobachten das jetzt auch schon über längere Zeit, würden Sie sagen, aber im Durchschnitt ist die Sensibilität unter jüngeren Menschen schon sehr hoch dafür, wie wichtig die Klimakrise oder wie bedrohlich sie ist? Ja, das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Also wir machen ja seitens des Umweltbundesamtes und des Bundesumweltministeriums verschiedene Studien. Also wir haben zum einen unsere jugendspezifische Studie, wo wir zum einen klar sehen, okay, das Thema Umwelt- und Klimaschutz und Nachhaltigkeit, das hat einen hohen Stellenwert bei den jungen Menschen, sehen aber auch da, können auch da ganz gut auch Unterschiede innerhalb der jüngeren Generationen auf jeden Fall auch rausarbeiten. Also wir differenzieren da zwischen drei Typen, den jungen idealistischen, den pragmatischen und eben den distanzierten. Und tatsächlich ist es halt so, dass dieser Typ der idealistischen halt tatsächlich sehr stark auch Umwelt und Nachhaltigkeit so als persönliches Thema für sich hat und da wirklich auch sehr bewegt ist und das versucht sehr stark auch im eigenen Leben und Handeln auch umzusetzen. Und gleichzeitig haben wir aber auch die Gruppe der Pragmatischen, die halt doch sehr stark eher an den noch sozusagen althergebrachten Vorstellungen auch von, ja, was ist Wohlstand, Wohlstand, was ist ein gutes Leben, also die auch stark irgendwie erfolgs- und statusorientiert sind.
und dann das Thema Nachhaltigkeit da dann auch eher zurückstellen. Und dann haben wir halt noch die Gruppe der Distanzierten, die eigentlich, denen das Thema auf jeden Fall auch wichtig ist, aber die generell für, ich sag auch mal, für Angebote der politischen Teilhabe auch nicht so gut zu erreichen sind und sich dann letztlich eher auf andere Themen fokussieren und da nicht so, ja, vielleicht auch teils persönliche Kapazitäten irgendwie auch fehlen, sich da wirklich noch mehr zu engagieren. Genau, aber was halt ein bisschen, naja, es ist halt auch interessant, wenn man sich da das Größenverhältnis anschaut, die Pragmatischen machen da halt 39% aus und sind die größte Gruppe, also die halt eher sagen so, naja, ach, Nachhaltigkeit muss man irgendwie auf dem Schirm haben, aber im Großen und Ganzen so wirtschaftlicher Erfolg ist halt irgendwie so das Wichtigste. Und die Idealistischen sind immerhin die zweitgrößte Gruppe mit 35% und die Distanzierten mit 26. So, das ist so ein bisschen die eine Perspektive. Innerhalb der Jugend gibt es auch große Unterschiede. Und dann machen wir ja auch unsere Studie zum Umweltbewusstsein in Deutschland, wo wir die ganze Bevölkerung, also auch ab 14 Jahren, dann halt mit untersuchen. Und da sieht man auch innerhalb der verschiedenen Altersgruppen auch nochmal ganz, ganz interessante Unterschiede. Ich würde jetzt auf jeden Fall auch nicht unterstreichen, dass es nur die jungen Menschen sind. Also es gibt auch bei den Mittelalten und den Älteren und auch den Hochbetagten sehr umweltbewegte Menschen. Aber wenn man sich jetzt das auch mal, wenn man sämtliche anderen soziodemografischen Faktoren außer Acht lässt und nur auf das Alter guckt, dann sind es schon im Durchschnitt klar die unter 29 und bis 39-Jährigen, die da nochmal dem Thema einen wirklich deutlich höheren Stellenwert einräumen. Von daher, ja, es ist, wie auch für Giovanna Leier das sagte, letztlich ist die eigene Zukunft da auch nochmal stärker betroffen. Das ist auch dann sehr nachvollziehbar. Mhm. Frau Hoffmann, ich habe jetzt gerade schon in der Begrüßung gesagt, genau, Sie haben sich viel mit dem Thema Generationengerechtigkeit und Generationenkonflikte auch beschäftigt. Würden Sie sich dem anschließen, was Frau Gellrich jetzt gesagt hat, also man muss das differenzierter sehen. Natürlich gibt es auch junge Leute, die da vielleicht noch nicht so sensibilisiert sind, aber an sich ist der Klimawandel schon erstmal ein Generationenkonflikt. Ja, das auf jeden Fall schon, aber ich denke, wir müssen auf jeden Fall auch aufpassen, das ist ja nicht für alle Kinder und Jugendliche auch eine aktive Entscheidung, zu sagen, ich nehme jetzt den Klimawandel ernst oder nicht, weil gerade Jüngere sind ja auch, was politische Sensibilisierung angeht, sehr stark von ihrem Umfeld natürlich beeinflusst und das ist bei Kindern und Jugendlichen natürlich erst die Familie und die Schule und da wäre ich auf jeden Fall voll dabei, dass man stärker darauf achten muss, dass im Unterricht einfach mehr auch das Thema behandelt wird, entsprechend natürlich der Altersgruppe, sodass man das natürlich auch gut verstehen kann. Aber natürlich, wenn es in der Schule nicht vorkommt und wenn es vielleicht in der Familie nicht vorkommt und im Freundeskreis, dann hat man das natürlich auch nicht so bewusst auf dem Schirm, sag ich mal, und entscheidet sich ja jetzt auch nicht unbedingt dafür, das jetzt nicht ernst zu nehmen oder andere Themen ernster zu nehmen, sondern wird einfach so mit beeinflusst. Und deswegen muss man dieses Thema natürlich einfach auch integrieren und versuchen, es mehr in das Umfeld von Kindern und Jugendlichen einzubauen. Mhm. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz zentraler Punkt, dass das Thema in die Schule muss. Jetzt sind wir aber ja leider hier nicht auf einer Konferenz für Fachkräfte, die Lehrpläne gestalten, sondern eben viele Menschen, die in der politischen Jugendbildung eher arbeiten. Ich fand diese Aufteilung super spannend, Frau Gellrich, was Sie erzählt haben in diese drei Gruppen und würde, glaube ich, erstmal gerne nochmal mit den jungen Idealisten weitermachen. Also die schon wissen, die Klimakrise ist irgendwie bedrohlich und die wollen was dagegen machen. Welche Angebote oder was müsste man machen, schaffen, damit man die abholen und unterstützen kann? Vielleicht, Giovanna Leier, vielleicht möchten Sie nochmal anfangen, also abgesehen vom Lehrplan, was könnte man zum Beispiel in Bonn machen, damit die Bonner Ortsgruppe von Fridays for Future sich unterstützt fühlt? Also ich glaube, ich würde mich einerseits zu dieser Gruppe dazuzählen und dementsprechend auch einige Menschen aus meinem Freundeskreis und ich glaube, die muss man gar nicht groß abholen, die beschäftigen sich mit dem Thema und ja, sind in der Hinsicht idealistisch, dass sie halt durchaus glauben, diese Krise noch bekämpfen zu können. Und ich glaube, das sind dann auch größtenteils diese Leute, die zu unseren Streiks gehen und dann vielleicht noch zwei, drei andere Leute mitmobilisieren, die dann mit zum Streik kommen. Deswegen würde ich die Problematik gar nicht so bei dieser Gruppe sehen, weil ich glaube, das ist auch die Gruppe von jungen Leuten, die dann selber nochmal das in die Hand nimmt und sich informiert und vielleicht nochmal einen Kurs dazu belegt, also da mehr Eigeninitiative zeigt. Und tatsächlich eher bei den anderen zwei Gruppen die Notwendigkeit sehen,
da Sensibilisierung zu betreiben. Ich glaube, das passt ganz gut. Wir haben tatsächlich schon eine erste Frage aus dem Publikum bekommen und deswegen, das würde ich einfach nochmal als Gelegenheit nutzen, auch für Sie alle, die uns zuschauen, nochmal als Erinnerung. Also Sie finden im Chat das einen Link zu dem Tool Slido und können da gerne Fragen einreichen. Und ich glaube, die Frage passt ganz gut zu dem, was Sie gerade meinten, dass man ein bisschen bei den anderen Gruppen ansetzen muss. Und zwar haben wir eine Frage bekommen, die ist inhaltlicher Natur. Und ich würde sagen, das ist eine Frage, die vielleicht viele aus dieser pragmatischen Gruppe auch stellen könnten, ne? Nämlich, ist der Klimaschutz tatsächlich eine Bedrohung für den individuellen Wohlstand oder lässt sich nicht auch beides vereinen? Also wenn ich es mir erlauben darf, das noch so ein bisschen auszubauen, also vielleicht auch muss man nicht auch kommunizieren, dass es nicht nur darum geht, irgendwie zu verzichten, was jetzt im Wahlkampf auch ein ganz großes Thema war, sondern kann man da wirklich Perspektiven schaffen, dass es irgendwie geht, den Wohlstand beizubehalten und trotzdem das Klima zu schützen? Frau Gellrich oder Frau Hoffmann, möchten Sie darauf vielleicht antworten? Ich finde das auf jeden Fall auch ganz wichtig, aber ich würde auch meinen, dass Frau Gellrich wahrscheinlich da die besten Ideen und dazu hat und da inhaltlich am besten drin steckt. Ja, also das sind natürlich große Fragen, die damit angesprochen werden und letztlich, ich meine, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Umweltbundesamt, also ich vertrete natürlich damit auch ganz klar die Perspektive, letztlich wirtschaftlicher Wohlstand und Klimaschutz werden sich langfristig natürlich nicht ausschließen, sondern es geht nur, wenn man das zusammendenkt. Aber ich glaube, das ist halt eine Position, die halt noch nicht unbedingt in der Gesellschaft breit geteilt wird, sondern dass es halt Kreise gibt, wo das ganz klar auch schon verstanden ist und so gesehen wird. Und dann aber auch eben wiederum Kreise, die da halt eine starke Konfliktlinie sehen und sagen, wenn wir jetzt irgendwie total auf Dekarbonisierung und auf Klimaneutralität irgendwie unsere ganze Wirtschaft, unsere ganze Produktion und Konsumweise umstellen wollen, dass da die Sorge besteht, dass dann irgendwie Arbeitsplätze verloren gehen oder halt eben dann Produktion sich ins Ausland verlagert. Und ich meine, das sind ein Stück weit natürlich irgendwie auch Einwände, mit denen man sich auch ernsthaft auseinandersetzen muss. Und da muss man eben auch auf politischer Ebene da Lösungen finden, eben auch für solche Grenzausgleichsmechanismen und so weiter, dass eben auch nicht mehr einfach Emissionen dann nicht mehr hier stattfinden, sondern woanders. Aber ja, ich finde es eben wichtig, da auch in der gesellschaftlichen Debatte sich da auch mal dem des Pudels Kern sozusagen zu nähern und eben zu fragen, ja, aber was würde denn bedeuten, wenn wir den Klimaschutz jetzt nicht ernst nehmen? Da gibt es jetzt auch nochmal neue Berechnungen, die halt zeigen, also die gesellschaftlichen Kosten von jeder Tonne CO2 sind halt vielleicht auch nicht nur bei 180 Euro oder bei 300 Euro, sondern eben bei 3000 Dollar und mehr, wenn man halt bedenkt, was halt der Klimawandel mit seinen Folgen für krasse Folgen haben kann. Und das halt große Schäden mit sich, der große Schäden, massive Schäden mit sich bringen, von denen man sich auch einfach auch nicht so schnell wieder erholen kann. Das heißt, dass dann teilweise dann über Jahre Wirtschaftszweige brach liegen und dann eben auch keine Wertschöpfung mehr stattfinden kann. Also ja, vielleicht erstmal so weit. Ja, ich glaube, was da auch ja ganz gut anschließt, dass man so in der politischen Debatte eigentlich seit Jahren ja das Gefühl, das wird auch fast so ein bisschen ausgespielt, also nicht nur auch kann der Wohlstand beibehalten werden, sondern auch so Umweltschutz gegen soziale Verträglichkeit quasi und dass das eher so ein elitäres Thema ein bisschen ist und man sich das leisten können muss, irgendwie dann auch noch die Umwelt schützen zu wollen. Das würde mich, glaube ich, auch nochmal aus Ihrer Perspektive interessieren. Also wie schauen Sie auf diese Debatte, dass das so gegeneinander ausgespielt wird und wie gehen Sie auch da innerhalb von Fridays for Future vielleicht miteinander um, zu versuchen, das zusammenzubringen und gar nicht so als ein Ausspielen gegeneinander zu sehen? Ich glaube, wenn man versucht, diese zwei Punkte gegeneinander auszuspielen, dann vergisst man den eigentlichen Punkt, und zwar, dass wir keine Wahl haben, wenn wir diese Krise wirklich überstehen wollen. Also Frau Gellrich hat es gerade schon mal kurz angesprochen, die Kosten der Folgen der Klimakrise werden immens sein. Und je weiter wir das konsequente Bekämpfen dieser Krise herauszögern, desto teurer wird es einfach. Also entweder nehmen wir jetzt sehr viel Geld in die Hand und jetzt, wo es noch geht, jetzt, wo diese Krise noch zu stoppen ist, oder es wird einfach in den nächsten Jahrzehnten sehr, sehr teuer. Und ich glaube, in jedem Fall wird man da wirtschaftlich vor Probleme gestellt sein. Der Punkt ist nur, dass es, glaube ich, am Ende Priorität sein sollte, das menschliche Leben und das Wohlergehen dieses Planeten und von uns Menschen zu priorisieren. Und ja, also das, was Sie zum Wahlkampf gesagt haben oder zur Politik, das würde ich auf jeden Fall auch unterstreichen, dass man gerade auch dieses Ausmaß der Folgen so ein bisschen
zu vertuschen oder nicht so laut auszusprechen zu versucht und bloß nicht so viel mit Verboten zu reden oder mit Reduktionen. Aber ich glaube, am Ende muss man dann auch ehrlich zu sich selber und zu den WählerInnen sein und sagen, dass es an manchen Stellen einfach nicht so weitergehen wird, wie es jetzt ist, weil dann rauschen wir auf die Katastrophe zu. Und ich glaube, das möchte am Ende des Tages niemand. Das passt eigentlich auch ganz gut zu einem Kommentar, den wir noch gekriegt haben. Da hat nämlich auch jemand geschrieben, auf jeden Fall beim Klimawandel geht es um Verzicht. Frau Gerich, würden Sie sich dem auch anschließen? Also ganz ohne Verzicht geht es dann doch nicht. Und dann muss man das eben gut kommuniziert kriegen, auch an junge Leute. Ja, also ein Stück weit würde ich das auf jeden Fall unterschreiben. Also, aber es ist natürlich, wie Sie auch sagen, eine Frage, wie kommuniziert man das, wie verpackt man das? Weil, also muss das jetzt wirklich unbedingt Verzicht heißen oder heißt es nicht eigentlich auch, ich orientiere mich jetzt anders und schaffe damit aber eben ganz neue Chancen eben auch für andere? Also ich stelle ein Stück weit vielleicht meine Gewohnheiten und meine gewohnten Bedürfnisse vielleicht zurück und ermögliche aber damit eben anderen Menschen auch gute Lebenschancen und Wahlfreiheiten. Also von daher, ja, also das Framing ist da auf jeden Fall wirklich wichtig, aber ich unterstreiche auch vollkommen, was Giovanna Leier sagt. Wir müssen uns eigentlich auch klar sein, also einfach weiter so und das wird halt nicht gehen, wenn irgendwie auch in 100 Jahren noch die Leute hier gut auf dem Planeten leben können wollen. Von daher, ja, muss man vielleicht Dinge sein lassen, aber es gibt so vieles anderes, was man tun kann. Also, ja. Wir haben noch mal eine Frage bekommen, wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen, wie kann man quasi die jungen IdealistInnen abholen. Und da fragt jetzt jemand, ob man als Volkshochschule, als VHS mit Kursen zum Beispiel zu Rhetorik oder politischer Kommunikation diese Leute sinnvoll unterstützen kann, weil wir jetzt schon gesagt hatten, dass inhaltlich ist da eigentlich Wissen da und der Wille, was zu tun. Ich weiß nicht, Giovanna Leier, würden Sie zu einem Rhetorikkurs bei der Volkshochschule gehen oder glauben Sie, es gibt Leute, die sich darüber freuen würden? Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also Frau Gerich hat es ja gerade nochmal angesprochen, Kommunikation ist an der Stelle super wichtig und wie man Dinge formuliert und was man quasi in den Vordergrund hebt und was eben nicht. Also ich glaube, das würde durchaus Interesse wecken. Und ich habe es ja auch gesagt, die Leute sind sich der Thematik bewusst und haben in den meisten Fällen ja auch Lust, sich da dann noch weiter zu informieren und weiter zu bilden. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass so weiterführende und tiefergehende Bildungsangebote da durchaus für Anklang sorgen würden. Das klingt ja auf jeden Fall schon mal gut und nach Inspiration für Kursprogramme. Frau Hoffmann, wir haben noch eine Frage gekriegt zu der Generation, also zu der Generationenfrage, darüber hatten wir gerade schon am Anfang ein bisschen gesprochen, inwiefern ist das genau ein Konflikt zwischen den Generationen und hier möchte jetzt jemand wissen, wieso werden bei den Themen, beim Thema Klimawandel die Generationen oft gegeneinander ausgespielt und wie geht es zusammen? Haben Sie da Ideen? Naja, also die Generationen werden ja gerne medial so gegeneinander ausgespielt, in dem Sinne, dass man natürlich gerne immer einen Kampf der Generationen beschwört. Und ich würde das auch gar nicht zu sehr verharmlosen, weil ich finde schon, dass wir an einem Punkt sind, wo es auf jeden Fall sehr große Konflikte zwischen den Generationen gibt. Das muss man auch einfach ehrlich mal so sagen. Einfach allein deswegen, weil wir sehr wenige junge Leute im Vergleich zu sehr vielen Älteren haben und es dann einfach ein Ungleichgewicht an den Interessen natürlich auch gibt. Ein Kampf ist aber vielleicht etwas übertrieben und man muss natürlich aufpassen. Ich meine, das ist natürlich genauso relevant für ältere Menschen wie für jüngere. Ich meine, man sieht es jetzt an den Überschwemmungen, an Stürmen und so weiter, da sind ja nicht nur junge Menschen betroffen, das ist ja auch schon jetzt der Fall. Aber natürlich ein junger Mensch, der nicht weiß, ob eigentlich dann in 40, 50 Jahren irgendwie was dann auch von dieser Erde eigentlich für ihn übrig bleibt, das ist natürlich eine andere Dringlichkeit als für jemanden, der jetzt vielleicht schon 70 oder 80 ist. Deswegen ist es schon auf jeden Fall eine Generationenfrage. Und man muss halt überlegen, klar, die Wahlentscheidungen, die Menschen treffen, beziehen sich meistens natürlich auch erstmal auf die persönlichen Interessen, die jetzt gerade im Vordergrund stehen. Und wenn ich jetzt nicht so viel Angst davor habe, dass in 50 Jahren gar nicht mehr viel von der Erde übrig ist oder von dem Leben, wie wir es jetzt hier gewohnt sind,
entscheide ich mich natürlich anders, was die Schwerpunkte der Wahlthemen angeht, als jemand, der jetzt vielleicht gerade demnächst in Rente geht und der sich denkt, ich schaue jetzt mal, wer irgendwie am meisten für mich rausholt, ob das dann nochmal irgendwie 10 € mehr oder weniger im Monat sind, muss man leider auch so sagen, denn es geht ja meistens auch nicht um große Rentenreformen, sondern eher um so Geschenke. Und in dem Sinn haben wir auf jeden Fall dann schon einen Generationenkonflikt. Und natürlich auch, wenn man den jungen Leuten, die dann auf die Straße gehen, so Hunderttausenden, wenn man denen dann sagt, ihr habt doch keine Ahnung, und was wollt ihr denn jetzt überhaupt? Überlasst es mal denen, die sich auskennen. Das finde ich wirklich schwierig. Und da würde ich schon auch, da habe ich auch wirklich Sorge, muss ich sagen, wenn man jetzt letzte Woche zum Beispiel beim Klimastreik die vielen Kinder auch sieht. Ich meine, Studierende, die sind jetzt in einer anderen Position, die haben vielleicht ein größeres Selbstbewusstsein und wissen, wie sie sich weiter engagieren können. Aber das sind so viele Kinder, die dieses Thema schon ernst nehmen und die sehen, dass sie aber von niemandem ernst genommen werden. Und da frage ich mich auch, welche Konsequenzen das eigentlich für das Demokratieverständnis dann von dieser ganz jungen Generation hat. Ich finde das ganz gefährlich, wie wir da gerade mit den Kindern umgehen. Frau Leyer, würden Sie den Eindruck teilen, dass da viel auch so von oben herab kommuniziert wird und jüngere Menschen da gar nicht richtig ernst genommen werden mit ihren ja total berechtigten Ängsten und Sorgen? Ja, absolut. Also ich habe mitunter durchaus auch das Gefühl, dass wir als Klimabewegung da teilweise instrumentalisiert werden. Und wenn es dann gerade passt, dann holt man die Bilder von den Streiks nochmal raus oder verkündet dann halt das neue Klimaprogramm der Regierung an unserem Streiktag, obwohl das weit unter unseren Forderungen zurückbleibt. Auch zum Stichwort Rhetorik an dieser Stelle vielleicht ganz passend. Aber ich fand das gerade ganz spannend, was Sie gesagt haben, weil ich auch das Gefühl habe, dass es mehr und mehr oder immer noch so die meisten Menschen für sich selber wählen. Und das finde ich eigentlich sehr schade, also dass da dieser Gemeinschaftsgedanke scheinbar so verloren gegangen ist, weil gerade in Zeiten wie diesen, wo es ja nicht nur die Klimakrise gibt, die viele, viele Menschen beeinflusst, würde ich mir wünschen, dass man auch, wenn man zur Wahl geht, mehr diesen Solidaritätsgedanken mitnimmt. Und ich meine, gerade wir jüngere Menschen haben ja in den letzten 1,5 Jahren auch Solidarität bewiesen und sind zu Hause geblieben und haben uns in Anführungszeichen zurückgenommen, um die älteren Menschen zu schützen. Und ja, da finde ich es schade, dass das zumindest teilweise so wirkt, als würde das von der anderen Seite nicht auch so kommen und würde man unsere Sorgen und Ängste, was die Klimakrise angeht, nicht in dem Maße ernst nehmen. Frau Gehrig, wenn Sie sich dem anschließen, dass Sie da auch mangelnde Solidarität und mangelnden Gemeinschaftsgedanken in der Gesellschaft durch alle Generationen hinweg und vor allem bei den Älteren sehen. Also ich denke, man kann auf jeden Fall festhalten, dass es den teilweise auf jeden Fall gibt und dass da teilweise auch die Fronten sich auch echt ein Stück weit verhärtet haben, was wirklich unschön ist, wo wir auch gesamtgesellschaftlich auf jeden Fall vor einer wichtigen Herausforderung stehen. Ich würde aber auch jetzt bei dem Thema Generationen, fragen, Generationengerechtigkeit auch da vielleicht nochmal da die Brücke schlagen, auch zu der Frage nach der sozialen Gerechtigkeit. Weil was ich auf jeden Fall sehr beeindruckend finde bei den Positionen, die ja auch jetzt stark von der Klimabewegung und von den jüngeren Leuten, vertreten werden, ist, dass da eben auch sehr stark, auch global gedacht wird und eben nicht nur auf der Fokus darauf, wie geht es uns hier in Deutschland und wie ist hier die Situation mit der sozialen Gerechtigkeit. Also zweifelsohne gibt es da haben wir auch hier irgendwie starke Ungleichgewichte und stellen sich wichtige Fragen und Herausforderungen. Aber gerade bei den jungen Menschen habe ich eben das Gefühl, da ist das Nachhaltigkeitsbewusstsein eben auch sehr global ausgeprägt und man denkt eben auch, wie geht es den Menschen im globalen Süden? Und weil letztlich ist es bei der Klimathematik ja auch eine Grunddimension, dass ja häufig die eigentlich am wenigsten für jetzt zu den Ursachen des Klimawandels beitragen oder beigetragen haben, letztlich aber die Gruppen sind, die am stärksten dann unter den Folgen leiden. Und dass wir halt auch da ein massives Ungleichgewicht haben. Und das ist halt ein Punkt, der halt unter dem Stichwort Klimagerechtigkeit von der jungen Generation halt aber sehr stark eigentlich mit vertreten wird. Und das finde ich total wichtig. Und das ist auch nochmal ein Punkt, den ich fast noch wichtiger finde als die Generationengerechtigkeit, die natürlich da auch stark mit reinspielt, aber auch sozusagen, oder wenn man es nochmal verknüpft, also ich meine letztlich, ne, auch dann, wenn man sich vorstellt, Menschen im globalen Süden in 50 Jahren, also dann die nächsten Generationen, das ist ja nochmal, dann nochmal Faktor hoch 5 sozusagen, was da noch an Verschärfung kommt, also von daher, Ja.
Ja, finde ich es schade, wenn manche, und da habe ich auch teilweise das Gefühl, dass es auch manchmal eher auch wirtschaftliche Interessen sind, die dann gerne eigentlich dann so diese soziale Frage und naja, und können sich dann auch alle dann irgendwie ein eigenes Auto leisten oder so, oder die Fahrten vom Land irgendwie in die Stadt und zum Beruf und diese ganzen Punkte, die immer gerne dann auch ins Feld geführt werden, habe ich das Gefühl, naja, das vielleicht steckt aber auch eher die Sorge dahinter, dass man vielleicht sein Geschäftsmodell vielleicht so nicht mehr fortführen kann. Ich glaube, wir können gleich nochmal ausführlich auf diese soziale Frage kommen. Ich würde gerne noch kurz bei dem Generationenpunkt bleiben, weil da haben wir noch mehrere Fragen zugekriegt. Und zwar eine ganz konkrete Frage stellt jemand, sollten über 80-Jährige vor diesem Hintergrund noch wählen dürfen, wenn 16-Jährige es nicht dürfen? Was halten Sie davon? Frau Hoffmann, wird älteren Leuten das Wahlrecht irgendwann entziehen? Also nein, ich bin nicht dafür, dass man jemandem das Wahlrecht entzieht, aber die Frage ist absolut berechtigt, weil warum sollten 16-Jährige, also ich bin ganz ehrlich dafür, dass jeder wählen soll, mit dem Kinderwahlrecht, also dafür, dass sobald man sich in der Lage fühlt, seine Wahlunterlagen abzuholen bei einer Behörde, dass man das dann auch darf. Das ist ja unterschiedlich, in welchem Alter das der Fall ist. Aber warum sollte jemand, der noch nicht 18 ist, nicht wählen dürfen? Aber ja, jemand, der 60, 70, 80, 90, 100 ist, der darf es. Also es gibt einfach, macht keinen Sinn, eine Altersgrenze zu haben beim Wahlrecht. Und oft wird dann irgendwie die Frage aufgeführt, ja, die jungen Leute, die kennen sich doch noch gar nicht aus und die haben sich noch nicht genug informiert und so weiter. Wo ich mich dann aber frage, weiß man das dann bei einem 30-Jährigen, 50-Jährigen, 60-Jährigen, wie gut der informiert ist? Also dann bräuchte man eigentlich irgendwie einen Wissenstest oder so eine Art wie eine Führerscheinprüfung, bevor man das Wahlrecht bekommt, wenn man es so genau nehmen will. Und wenn man das nicht will und zeigt, okay, es spielt keine Rolle, wie gut ich informiert bin, dann gibt es absolut überhaupt keinen Grund, warum junge Menschen unter 18 nicht wählen sollen. Das ist ganz spannend, dass Sie das auch mit dem Kinderwahlrecht angesprochen haben. Wir hatten tatsächlich den zweiten Web-Talk in dieser Reihe im Vorfeld der Bundestagswahl auch über so politische Beteiligung, Partizipation und da war auch jemand zu Gast, der auch das sich für das Kinderwahlrecht ausgesprochen hat. Also falls Sie alle, die da zuschauen, Interesse haben, den Talk kann man auch auf YouTube nachschauen. Frau Gehrig, Sie haben sich ja viel auch mit Fragen der Umweltpsychologie beschäftigt und hier möchte jetzt jemand wissen, also es geht auch nochmal als ein Anprangern des Versagens oder der Umwelt in älterer Generation zielführend, aber vor allem, wie kann ein konstruktiver Dialog aussehen? Haben Sie da Ideen, wie schafft man das, da über Generationen hinweg ins Gespräch zu kommen? Ja, also ich glaube, das kann vor allem gelingen, wenn man eben stärker weg von dieser ganzen Defizitbetrachtung und was ist alles falsch und schlecht, sondern halt mehr dazu hinkommt, was sind eigentlich auch die Chancen und was können wir auch gewinnen. Und weil ich glaube, auch mit dieser Perspektive lassen sich dann eigentlich auch wieder dann vielleicht so Gräben dann auch wieder überwinden zwischen den Generationen, weil letztlich Umwelt- und Klimaverschmutzung bringt zum Beispiel auch starke, also bedeutet häufig eben auch also negative gesundheitliche Auswirkungen. Und Gesundheit ist wiederum ein Thema, was ja für ältere Menschen sehr wichtig ist. Und zum Beispiel solche Fragen wie, warum haben wir eigentlich in den Innenstädten irgendwie noch so viel Autoverkehr und kann man nicht das auch anders regeln und dann hätten wir eine bessere Luft in den Innenstädten und es wäre vielleicht auch mehr Platz, dass Leute mit Kinderwagen und mit dem Rollator oder mit dem Rollstuhl irgendwie auch überall gut hinkommen und da könnte sich halt viel eigentlich auch an Lebensqualität gewinnen lassen und ja, mehr über das sprechen, genau, welche Chancen lassen wir uns eigentlich gerade eigentlich als Gesellschaft entgehen und wo können wir eigentlich ja, uns noch viel mehr Lebensqualität erarbeiten, wenn wir irgendwie gemeinsam über Lösungen nachdenken? Das Frau Leier, Sie hatten am Anfang auch schon gesagt, es gibt ja auch die Parents for Future und die Omas for Future. Wie würden Sie das beschreiben? Also was funktioniert da gut, dass man eben doch generationenübergreifend zusammenarbeitet? Und was würden Sie vielleicht von anderen Leuten noch wünschen, dass das wirklich funktionieren kann, sich da zusammenzutun und eben nicht irgendwie jung gegen alt zu kämpfen oder auszuspielen? Also ich habe ehrlich gesagt bei den zwei Gruppen das Gefühl, das ist dann ja auch nicht nur so, dass die Menschen sich der Klimakrise bewusst sind und das interessant finden, sondern es ist ja immer noch mal ein deutlicher Schritt, dann zu sagen, okay, ich engagiere mich da jetzt aktiv und betreibe Aktivismus, weil das ja auch noch mal ein ganz anderer Zeitaufwand ist. Und ich habe bei den Leuten schon oft das Gefühl, dass sie irgendwie einen akademischen Hintergrund in dem Bereich haben oder, weiß ich nicht, zur 68er-Generation gehören. Das ist jetzt so als ganz klassisches Beispiel.
Und ich glaube, aber es sind dann halt auch oft Menschen, wo dann auch die Kinder bei Fridays for Future sind oder die halt auf jeden Fall Kinder haben und wo ich dann wirklich das Gefühl habe, okay, die haben verstanden, wenn ich meinen Kindern eine gute Zukunft bieten will, dann setze ich mich vielleicht dafür ein, dass jetzt konsequente Klimapolitik gemacht wird und gehe nicht einfach zur Bank und setze ein Sparbuch auf. Würden Sie denn sagen, also genau, wir sind jetzt hier in einem Rahmen, wo vor allem eben Menschen sich beteiligen, die in der politischen Jugendbildung aktiv sind, aber gerade das Thema Klimawandel, Klimakrise wäre dann vielleicht eins, wo es auch einfach Sinn macht, nicht speziell so viele Angebote für Jugendliche zu schaffen, sondern einfach für alle Generationen, dass man eben auch in solchen Rahmen zusammen ins Gespräch und in Austausch kommen kann. Ja, auf jeden Fall. Also das Thema betrifft ja auch nicht nur Jugend, sondern alle. Und ich glaube, im Sinne der Solidarität und des Schaffens von Gemeinschaft wäre das wirklich ein guter Schritt, dieses Thema noch mehr zu öffnen, damit man da eben zusammenkommt und diese Verhärtung der Fronten sich vielleicht dadurch ein wenig auflösen kann, weil ich auch jetzt gerade so im Nachgang der Wahl gemerkt habe, dass da viele Menschen auch in meinem Umfeld dann noch mal sehr mit ihren Eltern oder Verwandten aneinander geraten sind, weil man sich halt über Wahlentscheidungen echauffiert hat. Und ich glaube, wenn man da mehr zusammenkommt und sich gemeinsam darüber informiert, anstatt gegenseitig mit dem Finger aufeinander zu zeigen, würde das sehr helfen. Wir haben noch mal eine Frage gekriegt, die sich eher auf so ein Metathema quasi bezieht, aber was, glaube ich, elementar ist, wenn wir über die Klimakrise sprechen, und zwar die auch nach dem Wirtschaftsmodell, mit dem wir eigentlich leben. Und zwar möchte jemand wissen, was gibt es denn für alternative Wirtschaftsmodelle für den Klimawandel? Beispiele in der Welt, gutes Leben, wo das funktioniert. Frau Gehrig, haben Sie da vielleicht Ideen? Ui, Das ist ja, natürlich ein bisschen schwierig jetzt, das nicht so ganz einfach zu eine große Frage, beantworten. vor Ja. allem eben, was bedeutet auch Wirtschaftsmodell? Also es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche Wirtschaftsformen, Wirtschaftszweige, und wir haben auch in Deutschland und auch in anderen Teilen der Welt natürlich auch Unternehmen, die auch stärker auf Gemeinwohlorientierung, auf Umweltverträglichkeit ausgerichtet sind, und dann aber auch eben andere Unternehmen oder auch Geschäftsmodelle, Geschäftsfelder, wo das halt nicht der Fall ist. Und letztlich, es gibt bestimmt gute Beispiele, die wir im Sinne von Subsistenzwirtschaft vielleicht auch einfach ich sag mal, eher ärmeren Ländern finden können. Aber ich glaube, auch wenn wir in Deutschland gucken, finden wir Unternehmen, die ganz vorbildlich sind. Und letztlich ist das auch fast eher dann, was mich zu meiner Antwort an der Stelle führen würde. Letztlich ist es dann einfach wichtig, dass wir auf der politischen, also letztlich, ne, wir brauchen einen gesellschaftlichen Diskurs, aber am Ende ist es die Politik, die dann Entscheidungen treffen muss und den Rahmen setzen muss, dass eben letztlich die Art, wie hier Unternehmen hier und auch anderswo auf der Welt wirtschaften, das so tun, dass eben nicht Menschenrechte verletzt werden und langfristig und auch mittel- und kurzfristig die natürlichen Lebensgrundlagen zerstört werden. Frau Leyer, wollen Sie da vielleicht noch was ergänzen oder würden Sie generell sagen, überhaupt, wenn man über die Bekämpfung der Klimakrise spricht, dann muss man eben auch darüber sprechen, wie wir anders wirtschaften können? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist ziemlich naiv und fast schon desillusioniert, in einer endlichen Welt oder in einer Welt, die auf endlichen Ressourcenvorkommen basiert, davon auszugehen, dass ein Wirtschaftswachstum, ein Wirtschaftssystem, was auf maximales Wachstum und maximalen Gewinn ausgerichtet ist, irgendwann nicht mehr funktioniert. Und ja, im Endeffekt merken wir es an vielen Stellen jetzt schon, würde ich behaupten. Aber ich glaube, Subsistenz ist da ein Weg. Ich denke aber, dass es da noch deutlich mehr Möglichkeiten gäbe. Jetzt studiere ich nur leider nicht Wirtschaftswissenschaften und will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, nur ein einfaches Weiter-so kann nicht funktionieren. Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall auch ein riesiges Thema und viel zu komplex, dass wir jetzt hier in 2 Minuten die Weltwirtschaft umbauen. Aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Diskussions- und Ansatzpunkt. Frau Hoffmann, ich hatte am Anfang erzählt, Sie haben auch eine Kolumne für Bento geschrieben und Sie sind eben selber auch Journalistin und Autorin. Wir haben jetzt noch eine Frage gekriegt, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, wie doll spricht man immer über Verzicht und was man alles aufgeben muss, wenn man das Klima schützen will. Hier möchte jetzt jemand wissen, welche Rolle spielen denn die Medien und die Presse in Bezug auf die Verzichtsrhetorik? Wie würden Sie das sehen? Haben wir das quasi als JournalistInnen groß gemacht? Das ist jetzt fast so eine genauso große Frage wie die Wirtschaftssystemfrage.
Also das spielt natürlich eine große Rolle, wie die Medien auch mit dem Thema umgehen. Und natürlich auch, wie sich die Medienwelt verändert hat. Es ist ja auch nicht mehr so, dass man nur quasi wirklich Medien konsumiert, die wirklich von Journalisten bespielt werden, sondern es gibt ja ganz, inzwischen auch ganz viele Quellen, die herangezogen werden, die jetzt auch nicht so wahnsinnig seriös sind. Das ist natürlich, fließt da natürlich mit rein. Das spielt eine große Rolle, gerade bei seltsamen Geschichten, die sich dann verbreiten, die sich auch als nicht wahr herausstellen oder die eben Angst machen wollen, gerade vor Verboten und Verzichten und so weiter. Ich glaube aber auch, dass es genau was wir beim Wirtschaftssystem letztlich haben. Wir müssen einfach mehr darauf achten, dass wir nicht so sehr über Verbote sprechen, sondern auch über Veränderungen. Und die Menschen haben offensichtlich immer ganz viel Angst vor Veränderungen, die meisten anscheinend. Aber man muss einfach mehr zeigen, dass es eben auch gut sein kann. Und irgendwie die positiven Beispiele und eben die Frage, was können wir als Gesellschaft denn gewinnen, wenn wir ein bisschen was verändern, ohne dass wir einen riesen Verzicht vielleicht gleich in erster Linie haben, weil sich einfach die Produktionsbedingungen vielleicht verändert haben oder so. Ich glaube, da brauchen wir auf jeden Fall viel mehr Positivbeispiele und die müssen natürlich viel mehr auch in den Medien vorkommen, die tagtäglich konsumiert werden. Weil das gibt es natürlich alles schon, aber natürlich oft irgendwie auch so Special Interests, ne? Das ist dann schon die Umwelt- und Klimasendung, die dann vielleicht irgendwie am späten Abend in Öffentlich-Rechtlichen läuft oder so. Aber es muss natürlich mehr Eingang in die Medien finden, die man tagtäglich dann so auch auf dem Handy aufploppen hat. Ja, ich glaube, das ist ein ganz spannender Punkt, ne, über auch viel mehr über inspirierende Beispiele zu sprechen und nicht so viel über den Verzicht. Jetzt haben wir aber genau zum Verzicht doch noch mal eine Frage bekommen. Und zwar möchte jemand wissen, inwieweit ist eine Reduzierung des Konsums in unserer Gesellschaft notwendig? Und das bringt jetzt die beiden riesigen Fragen sogar zusammen in einem System, das von unaufhörlichem Wachstum abhängig ist. Frau Gehrig, vielleicht möchten Sie noch mal darauf antworten, inwieweit ist wirklich eine Reduzierung des Konsums notwendig? Na, sagen wir es mal so, wenn man sich jetzt den durchschnittlichen CO2-Fußabdruck als ein Beispiel wie groß ist unser Konsum und was verursachen wir damit für Umweltwirkungen mal anguckt, da sind wir bei durchschnittlich 11 Tonnen und wir wissen aber, um irgendwie zur Klimaneutralität zu kommen, müssen wir eigentlich auf eine Tonne pro Person pro Jahr runterkommen. Das heißt, das sind -10 Tonnen und ungefähr 4 Tonnen sind halt irgendwie, kommen durch den sozusagen sonstigen Konsum, also durch den Einkauf und die Nutzung von Konsumgütern zustande. Denn der Rest ist dann Mobilität und Wohnen und Ernährung vor allem. Also von daher würde ich ganz klar sagen, ja, wir müssen weniger konsumieren, können wir nicht klimaneutral werden. Das ist Und klar. was heißt es dann konkret? Also am besten kein eigenes Auto mehr haben und nur noch alle 5 Jahre nach Spanien fliegen? Oder wie würden Sie das, woran würden Sie es festmachen? Also ein Vorschlag des Umweltbundesamtes ist zum Beispiel die Autodichte auf 150 Fahrzeuge pro 1000 Einwohner zu reduzieren. Das kann eben unter anderem stark durch den Ausbau von Carsharing-Angeboten funktionieren. Ja, Flugreisen sollte man reduzieren, aber letztlich, genau, geht es eben darum, Infrastrukturen so weiterzuentwickeln und zu verändern und umzubauen, dass es halt den Menschen, ohne dass sie jetzt immer ständig überlegen müssen, ja, mache ich es jetzt so oder mache ich es so und ja, das ist aber eigentlich unbequem. Also letztlich die Infrastrukturen so verändern, dass es halt leicht wird, eben auch Ressourcen, Klima und umweltschonender zu handeln im Alltag. Frau Leier, Weil, ich ja. Entschuldigung. Gerne. Aber ist es nicht da auch vielleicht so, dass wir nicht immer auch davon reden müssen, dass jetzt die Leute Angst haben, irgendwie, dass sie ihr Auto abgeben müssen, sondern dass es eben auch um solche Dinge geht wie, entscheide ich mich jetzt irgendwie beim Einkaufen für das 99-Cent-Fleisch oder überlege ich mal, wo es herkommt, wie es produziert wurde, bestelle ich wirklich irgendwie, weiß nicht, 20 Mal im Jahr online irgendwie Haufen Klamotten und ziehe die dann zweimal an, bevor die nächste Kollektion kommt, oder überlege ich, dass ich vielleicht nur ein oder zweimal im Jahr irgendwie was Neues kaufe. Also es sind ja auch viel kleinere Punkte noch, die ja auch irgendwie wichtig sind und wo man nicht vielleicht gleich Panik bekommt, gerade wenn man auf dem Land lebt, dass man jetzt demnächst irgendwie auf den Bus warten muss, der einmal am Tag kommt und sonst nicht mehr angebunden ist. Also es sind ja viele Fragen, an denen man da ansetzen kann, was den Konsum angeht.
Klar, und da denke ich auch, da kann man auch als Individuum und als einzelner Mensch viel machen, aber letztlich ist es halt dann auch eben eine gesamtgesellschaftliche Gestaltungsaufgabe und da ein Stück weit eben auch den Einzelnen zu entlasten, da immer das für sich mit seinem eigenen Gewissen ausmachen zu müssen. Und dann ist halt dann auch ein Ansatz so eben auch aus der Umweltökonomie, dann muss man halt sozusagen die Umweltschäden einpreisen und halt schauen, dass halt die Lenkungswirkung und die Anreizstrukturen sich verändern. Also wie kann es sein, dass ein umweltschädliches Stück Fleisch irgendwie günstiger ist als eigentlich ein nachhaltig produziertes anderes Nahrungsmittel, was mich eigentlich genauso gut sättigen würde. Ja. Ja, also ich glaube, es betrifft einfach wahnsinnig viele Bereiche unseres Lebens. Frau Leier, ich hatte vorhin am Anfang gesagt, Sie organisieren für Fridays for Future in Bonn in der Ortsgruppe auch Streiks. Da haben wir jetzt hier noch eine Frage bekommen, und zwar möchte jemand wissen, sehen Sie die Klimastreiks von jungen Menschen als zielführendes Instrument, um eine Kursänderung der Politik zu erzielen? Was antworten Sie darauf? Ich glaube, die Vergangenheit gibt uns recht und erlaubt mir dann an dieser Stelle auch Ja zu sagen. Wir haben dem Thema Klimawandel ein Sprachrohr in der Öffentlichkeit gegeben, was es bis dato nicht hatte, leider. Über unsere Streiks wird im großen Rahmen berichtet und seither auch das Thema Klima, zumindest so wie ich das wahrnehme, deutlich mehr in der Presse diskutiert. Das Thema Klima war eins der Top-Themen im Wahlkampf und ich möchte das dann auch einfach mal mit, zumindest auf unsere Schultern nehmen. Ich glaube, es ist bezeichnend, dass wir hunderttausende Menschen alle paar Monate auf die Straßen mobilisiert bekommen, alleine in Deutschland. Und ich glaube, das würde auch nicht funktionieren, wenn diese Bewegung und das Thema Klima nicht so polarisieren würde, als wir vor fast 2 Jahren, das ist jetzt, glaube ich, schon her, auf der Straße waren, wurde zum gleichen Zeitpunkt das Klimapaket verabschiedet. Und vor ein paar Monaten hat das Bundesverfassungsgericht einer Klage, die unter anderem von Fridays for Future AktivistInnen unterstützt wurde, recht gegeben, dass die Bundesregierung nicht ausreichend Maßnahmen für den Klimaschutz tätigt. Also ich glaube, man kann, wenn man will, durchaus sehen, an welchen Stellen wir schon was erreicht haben. Natürlich war es bisher nicht genug, daran ist kein Zweifel, aber deswegen gehen wir auch weiter auf die Straße. Und also der große Streik am 24.09. wird nicht der letzte gewesen sein. Und wir bleiben auch laut, bis die Bundesregierung da wirklich sich an das 1,5-Grad-Ziel hält und das auch mit Maßnahmen untermauert. Frau Hoffmann, würden Sie sich dem anschließen, dass Sie sagen, Fridays for Future war eigentlich die entscheidende Bewegung, die das Thema eben zumindest in Deutschland so groß auf die Agenda gesetzt hat? Auf jeden Fall, ja. Absolut, würde ich auf jeden Fall sagen. Ich meine, es wurde wahnsinnig viel erreicht. Also auch wenn viele jetzt natürlich enttäuscht sind über das aktuelle Wahlergebnis und sich da mehr erhofft haben durch Fridays for Future, vielleicht was die Klimaausrichtung der neuen Bundesregierung angeht, wobei wir auch nicht wissen genau, wo es hingeht. Aber auf jeden Fall war das Thema eigentlich so gut wie gar nicht auf der Agenda. Also eigentlich zum letzten Mal, als sich Bündnis die Grünen gegründet haben, und dann war es dann in den letzten Jahren eigentlich gar nicht mehr der Fall. Und es gab auch wirklich eine ganze Zeit, das war auch, als ich habe recherchiert für mein Buch, als gerade Greta irgendwie alleine ihren ersten Klimastreik gestartet hat, und da war das Bedürfnis von jungen Leuten so ganz, ganz stark, irgendwie Initiativen und Organisationen und Strukturen zu finden, die außerhalb der Parteien ihrem Thema Ausdruck verleihen. Und da gab es schon Beispiele zum Thema zu Europa und auch Anti-Trump und so weiter. Da gab es schon ganz viel, die auch von der Struktur ähnlich waren wie Fridays for Future, die aber natürlich nicht so eine riesen, unfassbar große Community hatten, weil Klima natürlich alle betrifft auf der ganzen Welt. Und das hat wahnsinnige Wellen geschlagen. Sie haben jetzt gerade schon die nächste Bundesregierung angesprochen. Da haben wir tatsächlich auch noch eine Frage gekriegt, liegt ja auch nahe. Wir sind jetzt 4 Tage nach der Bundestagswahl. Und zwar möchte jemand wissen, schauen Sie drei positiv in die Zukunft mit der sich jetzt neu abzeichnenden Regierung? Also vielleicht nochmal kurz zum aktuellen Stand. Also wir haben ja jetzt so Vorsondierungsgespräche gesehen von FDP und Grünen, und die haben jetzt beide angekündigt, dass sie erstmal mit der SPD in Besprechungen gehen werden. Also es sieht derzeit so aus, als könnte es eine Ampelkoalition werden, oder die andere Möglichkeit, die noch als einigermaßen wahrscheinlich gilt, es könnte ja auch eine Jamaika-Koalition geben. Also wie schauen Sie in die Zukunft jetzt nach dieser Bundestagswahl? Frau Leier, vielleicht wollen Sie anfangen.
Ja, also wir als Fridays for Future sind ja erstmal natürlich überparteilich, aber wir haben in den letzten Monaten und Jahren eigentlich gesagt, dass dieses Weiter-so, was ja maßgeblich von der CDU getragen wird, nicht mehr weitergehen kann. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass keine der Parteien Maßnahmen in ihrem Wahlprogramm hat oder hatte, die dem 1,5-Grad-Ziel entsprechen. Das heißt, ein bisschen misstrauisch bin ich schon noch. Man müsste im Koalitionsvertrag und in den darauffolgenden Jahren das, was man sich vorgenommen hat, nochmal anheben, um der Klimakrise gerecht zu werden und diese tatsächlich zu bekämpfen. Aber noch ist ja auch nichts beschlossen und ich bin sehr gespannt, wie man sich da gerade auch mit der FDP als grüne Partei einigen kann, weil die CO2-Budgets, die Wahlprogramme der beiden Parteien dann ergeben, doch sehr weit auseinander liegen. Frau Gehrig, würden Sie sich anschließen, dass Sie auch noch misstrauisch sind? Ein bisschen Skepsis bleibt auf jeden Fall, aber ich bin auf jeden Fall erstmal mit dem Ergebnis insoweit zufrieden, als es doch sehr klar zeigt, dass ein Wandel in der Politik jetzt doch auch dem Wählerwunsch entspricht. Von daher, ja, ein bisschen Freude und Optimismus, aber ja, naturgemäß bin ich auch skeptisch und kann mich in vielen Punkten der Giovanna Leier gut anschließen. Wir sprechen tatsächlich jetzt schon fast eine Stunde miteinander und neigen uns so langsam schon dem Ende zu. Frau Hoffmann, Sie hatten das vorhin so schön gesagt, wenn man über die Klimakrise und den Klimawandel spricht, sollte man aber nicht den Fehler machen, nur über das zu sprechen, was wir alles verlieren werden, sondern auch das Positive, das, was einem Hoffnung gibt. Deshalb würde mich von Ihnen allen drei einmal zum Abschluss interessieren, was ist denn Ihre Vision für die Zukunft? Also wo befinden wir uns vielleicht in 50 Jahren, wenn die gesellschaftliche politische Transformation geglückt ist, wir es geschafft haben, die schlimmsten Auswirkungen der Klimakrise vielleicht noch abzuwenden. Was ist das, was Sie sich in 50 Jahren erträumen? Frau Hoffmann, vielleicht möchten Sie anfangen. Also, was ich mir erträumen würde, wäre tatsächlich, dass wir wieder an den Punkt kommen, wo wir solidarisch miteinander sind, also wir auch wieder einfach miteinander sprechen und Lust haben, uns auch gegenseitig Argumente anzuhören und vielleicht sogar mal überzeugen zu lassen von der anderen Meinung und nicht nur auf der eigenen zu beharren und so dann wirklich zu einer Diskussion kommen, um gemeinsam zu gucken, wie kann dann für viele Menschen, am besten für alle, jetzt tatsächlich die Zukunft verbessert werden. Und nicht nur für mich als Individuum, sondern wirklich für alle zusammen. Und wie das dann jetzt konkret dann aussieht, diese ideale Welt in 50 Jahren, wage ich jetzt gar nicht zu träumen. Aber ich wünschte, also mit Dialog und gemeinsam sich einfach mal wieder zuhören und respektieren, das fände ich schon, da wären wir schon ein Stück weiter als jetzt und das fände ich schon toll. Und Frau Gehrig, wie sieht Ihre Vision aus? Ja, ich musste jetzt gerade so einfach direkt an hier die Nachbarschaft und mein Wohnumfeld denken und ich würde mir irgendwie wünschen, dass es einfach im Nahraum mehr so sein wird, dass ja man sich jung und alt, dass man sich einfach begegnet, dass es auch Räume gibt, also dass man nur irgendwie nicht einfach nur im Sommer sich im Garten trifft, das wäre erstmal so mein Bild, so die Generationen und alt und jung und die Kinder und man hat Zeit füreinander, also auch, dass wir irgendwie auch, was ist unser Zeitverständnis und genau, wie wofür setzen wir unsere Zeit ein, dass da auch ein bisschen mit der Schlüssel liegt, also das hat auch viel mit Solidarität zu tun und aber letztlich auch, wieso müssen wir so viel arbeiten und irgendwie letztlich zu einem Wirtschaftswachstum vielleicht damit mit beitragen, dass wir vielleicht gar nicht brauchen oder was schädlich ist und warum nutzen wir nicht einfach viel mehr unserer Zeit dafür irgendwie für soziale Kontakte, für Diskussionen, für den Austausch zwischen den Generationen und aber eben auch ja für Gärtnern und Sachen reparieren, dann brauchen wir auch nicht immer so viel alles von extern kaufen. Ja, vielen Dank. Und Frau Leier, wie sieht Ihre Welt in 50 Jahren aus? Ja, dann wäre ich 71. Das ist irgendwie noch ganz schön weit weg. Da würde ich gar nicht so genau drüber nachdenken. Ja, aber ich würde mich grundsätzlich auf jeden Fall Frau Hoffmann und dem Wunsch nach mehr Solidarität anschließen und vielleicht auch, dass man sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mehr darauf zurückbesinnt, was Freiheit eigentlich bedeutet und dass es vielleicht nicht Tempo offene Autobahnen sind, sondern ein freies Leben und eine sichere Zukunft. Ja, und wünsche mir, dass das in 15 Jahren dann auch noch der Fall ist und wir hier nicht bei 6 Grad Erderwärmung sitzen. Ja, und ich glaube, das ist nochmal ein gutes Statement, was einfach klar macht, wie dringend notwendig es ist, dass wir über die Klimakrise sprechen, weil es einfach eine reale Bedrohung für jetzt schon und für die nächsten Jahrzehnte ist. An der Stelle erstmal vielen Dank an Sie drei alle für die spannende Diskussion, dass Sie heute hier waren und auch vielen Dank an alle, die uns heute zugeschaut haben.